Willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal. Rams ist der Dicke und es ist wieder mal soweit. Wir haben eine kleine Challenge, zu der wir nicht herausgefordert wurden, die wir aber trotzdem annehmen wollen. Und die gab es auf dem Kanal Phänomenal, also auf dem Kanal von Kanal Phänomenal. Der hat nämlich 5 Frikadellen in 5 Minuten Challenge gemacht. Der hat ungefähr 3 Minuten gebraucht für die 5 Frikadellen. Und was natürlich wichtig ist, nehmt euch erstmal einen Teller. Ich habe hier meinen eigenen Counter diesmal. Ich habe gelernt. Und am besten Ketchup. Reichlich viel Ketchup, hat er auch gesagt, braucht man auch. Das heißt, wir machen jetzt hier erstmal Ketchup drauf. Ne? Guck, das ist nämlich das Quetsch-Up. Das ist gar kein Ketchup, das ist Quetsch-Up. Und jetzt haben wir hier eine Packung Frikadellen. Mal gucken, wie lange wir brauchen. Wir machen die mal auf. Wir nehmen mal 5 Stück raus. Ne? So sehen die hier also aus. 1, 2, 3, 4, 5. Das zeige ich euch auch gleich. Das sind hier die von Ja, die Ja-Frikadellen. Das zeige ich euch jetzt auch nochmal von oben, dass ihr seht, hier wird nicht geschummelt. Also das sind wirklich 5 Stück, 5 Frikadellen. Was zu trinken? Trinken dürft ihr natürlich auch. Werde ich auch gleich mal machen. Mir hier mal einen Schluck gönnen, ne? Von meiner guten Coca-Cola Zero. So. Wunderbar, da würde ich sagen, hier starten wir jetzt gleich die Uhr und werden dann diese 5 Frikadellen essen. Und mal gucken, wie lange wir brauchen. 3, 2, 1. Oh nein! Mann! Jetzt setz dich ja nicht so hoch! So! 51 Sekunden. Ich sag mal, wir können eine Sekunde abziehen wegen Adi, ne? Hat mir dann einen Strich durch die Rechnung gemacht, dass ich den runterhieven musste. 5 Frikadellen in 50 Sekunden. Das ist doch richtig genial, oder? Ist natürlich nur Spaß. Das war einfach nur Gegeigel. Denn der Adi pirscht hier die ganze Zeit rum. Denn da stehen die richtigen Frikadellen. Das waren nämlich nur Mini-Geflügelfrikadellen von Ja. Und da stehen die richtigen und das ist jetzt die richtige Challenge. Dazu brauche ich aber die Uhr nicht, denn da können wir ja das Video von Kanal Phänomenal gleichzeitig einblenden. Ich nehme trotzdem noch mal einen Schluck. Ja. Hau mir jetzt die richtigen Frikadellen hier hin. Dass ihr das mal seht, die anderen 5 haben natürlich hier um das Ketchup rumgepasst. Das sind jetzt 5 große. Jetzt zählt es also noch mal. 5 Frikadellen in 5 Minuten. Gucken wir mal, ob wir das jetzt schaffen. 3, 2, 1 und go!
fertig. Oha! Uah. Knappe 3 Minuten. 5 Buletten, 5 Frikadellen, 500 Gramm, 3 Minuten. Top Zeit, muss ich sagen. Ich muss sagen, am Anfang war das ja noch echt lecker. Aber je mehr Frikadellen es wurden, desto kälter wurden die auch wieder. Und desto fettiger und fleischiger kamen die mir vor. Und dann war es einfach nur noch richtig. Und es war schon wieder so anstrengend, mir hat schon wieder so der Kiefer wehgetan. Das Ketchup war richtig gut. Also ohne Ketchup. Keine Chance. Ich weiß nicht, welche Zeit ich jetzt habe. Wie gesagt, 5 Minuten sind ja eigentlich die Challenge. Ich hoffe, ich habe es in den 5 Minuten geschafft. Mal gucken, wie weit ich an seine 3 Minuten rangekommen bin. Das weiß ich immer erst dann im Nachhinein. Und da muss man überlegen, ich habe jetzt 10 Frikadellen gegessen. Das ist doch heftig. Das war es eigentlich schon. Wie gesagt, ich weiß erst im Nachhinein, wie gut oder schlecht das war. Wenn ihr Bock habt, könnt ihr das auch mal probieren. Esst auch mal 5 Frikadellen. So eine schöne 500 Gramm Packung. Lasst es euch gut gehen. Und ja, ich könnte jetzt wieder Flatti nominieren und Naturin, weil die das noch nicht gemacht haben. Ist irgendwie immer dieses Vierergespann jetzt, was gegenseitig aktiv da Videos macht. Ansonsten war es das von meiner Seite aus. Grüße gehen raus an Kanal Phänomenal. Und checkt den seinen Kanal wieder ab, ne? Wir gucken am Montag im Livestream ja auch immer bei ihm vorbei. Mache ich auch immer Werbung. Finde ich immer cool, der ist auch sehr aktiv, auch auf seinem Zweitkanal. Deswegen Grüße gehen raus an Kanal Phänomenal. Ich freue mich auf weitere Challenges, die man vielleicht machen kann. Und ich habe auch noch eine parat, die muss ich demnächst machen. Und dann fange ich mal an hier. Da weht ein anderer Wind. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Mir ist so schlecht. Peace out. Vorhaut, euer Ramses. So, jetzt habe ich ganz vergessen, für die Leute, die immer noch dranbleiben, für die Outtakes oder für Bonus-Content, weil der Adi die ganze Zeit jetzt geguckt hat, wie ich gegessen habe, wollte ich ihm noch ein Leckerli geben. Adi! Hui! Ich bin der Adi! Möchtest du einen Klops? Heißt das ja? Na, iss den doch ruhig. Guck. Keiner guckt zu. Adi! Adi! Ist es überhaupt gesund, wenn eine Katze Frikadellen isst? Ich weiß es nicht. Aber der Adi isst sowieso alles. Sonst isst er immer Plastik und Folie. Oder Fußnägel. Ich glaube, da ist so eine Frikadelle mal
was Besseres, sage ich mal. Ich glaube, deswegen ist er auch so dick geworden, weil er immer so viel Fastfood isst, wie der Papa, gell? Wie der Papa. Adi, willst du noch was sagen zum Abschied? Nochmal Tschüss oder so? Tschüss. Euer Adi.